Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play von World of Tanks. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ich habe hier ein Replay von Crazy Hetzer bekommen in seinem T-57 Heavy. Da ich den Panzer selber in meiner Garage habe, muss ich sagen, bin ich sehr gespannt, wie er ihn spielt. Ist hier im 10er, 9er Battle gelandet und auf der Gegenseite ja, alleine dreimal das Objekt 907, auch dann noch im Zug. Sind wir mal gespannt, wie er sich hier so schlagen kann. Mal gucken auch, wo er natürlich hinfährt. Für alle, die den Panzer nicht haben, gehen wir auch mal kurz auf die Werte. Ein 258 mit Normal und 340 mit Heat bzw. mit natürlich Premium-Munition. Das ist dann natürlich schon sehr beachtlich vom Durchschlagswert her. Er übernimmt jetzt erstmal hier direkt die Mitte und fährt dann da rein. Mal schauen, es könnte natürlich bei so vielen Mediums gut möglich sein, dass da gleich einige kommen. Gegner hat eine Art hier, auch die wird hier reinhalten. Also auch da muss man natürlich auch immer aufpassen. Aber was schon mal schön ist, hier stehen zwei Autoloader unmittelbar nebeneinander. Also der erste, der jetzt hier kommt, der hat richtig Probleme. So, jetzt fahrt er dann doch weiter. Die Objekte treten alle unten links in der Minimap auf. Da sind sehr viele Mediums, die scheinen da jetzt die Seite ein bisschen rushen zu wollen. Dafür hier jetzt erstmal nichts. Kurios, eher seltener, dass man hier so gar keinen hat. Oh, da ist ein Objekt. So, zack. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. 1472 Schaden. Autoloader macht ihn weg. Und 24 Sekunden Reload. Da hat das Objekt, war es dann doch sehr spät dran, wurde dann etwas überrascht von dem, was dann da vor ihm stand, weil natürlich war der sehr schlagkräftig, hat wenig Chancen gehabt. So, jetzt muss er da Richtung Norden helfen. Man sieht es hier ganz schön. Da sind jetzt vier Gegner gegenüber zwei Panzern, Entschuldigung, drei sind es. Habe das Objekt als zwei ausgemacht, also gegenüber zwei Panzern. Wobei, eins davon ist eine Maus und ein E4, also ist schon ein bisschen was da. Arti hält auch ein, das sind ja doch vier. Ach, wusste ich es doch. Bin doch nicht blind. So, um die Kurve. Und ein Jagdtiger steht da auch noch. Oh, oh, oh. Und jetzt, wenn er um die Kurve fährt, dann dürfte er ein bisschen was bekommen. Oh, so wenig, wie er da gesehen hat. So, ES4 steht aber perfekt zu ihm. Nein, aber doch nicht so. Nein, auch nicht so. Stift und nimm noch einen Sturm. Naja, egal. Schade, hier hat er ein bisschen Damage gewastet. Der hätte einfach den Turm nehmen können. Aber jetzt steht auch noch der Waffenträger da. Der macht jetzt auch noch. Bam, bam. Klopft auch nochmal an. Und der WZ würde da vielleicht auch nochmal eine Schelle wollen. Die Badget ist aber leider gleich raus, da vorne. Die lenkt zwar jetzt aktuell gut die Gegner ab. Vielleicht kommt er hoffentlich hinter den Jagdtiger. Ja, perfekt. Und den Jagdtiger. Eins. Zwei. Drei. Und kriegt er den Kill? Und vier, ja. Macht er den Kill. Und aktuell bei 3300 Schaden. Da ist noch Potenzial nach oben. Gerade man sieht die Mitte ganz schön. Die Objekte sind zurückgekommen. Treffen jetzt hier auf den Waffenträger da drüben. Waffenträger ist im Reload. Hoffentlich wissen das die nicht, weil sonst rushen sie den jetzt natürlich. Aber er wird jetzt hier helfen und unterstützend den E4 supporten, weil da oben sind auch wieder die Objekte. Wie oft ich Objekte in einem Let's Play sagen konnte, wusste ich gar nicht. Vielleicht keine so doofe Taktik, die jetzt kommen zu lassen. So, hat ihn gekettet zwar nur. Erster Hit. Zweiter Hit. Macht er ihn weg. Und noch einen Schuss hat er. Und jetzt ist er im Reload. Und auch der Gegner ist nicht doof. Der weiß genau, was jetzt die Stunde geschlagen hat. Das heißt, er wackelt jetzt hier kräftig mit dem Türmchen, dass es dem Objekt zumindest nicht so leicht fällt. Und jetzt ist auch noch der Fahrer draußen. Jetzt hat er ein Problem. Artig will jetzt hier unterstützen. So, erster, zweiter, dritter und einen noch. Und dann hat er ihn weg. Und dann
Gott sei Dank ist da jetzt keiner abgeprallt, weil sonst wäre das Game für ihn gelaufen. Aber Fahrer ist wieder heile. Kette ist nur beschädigt, aber ist noch voll funktionsfähig. 5900 Schaden hat er schon. Aber er ist immer noch hungrig nach etwas mehr, wie ich denke. 4 Kills. So, da ist die Badget. Auch die ist doch ein genaues Ziel. Ja. Das Schöne ist natürlich an ihm, dass er nicht so wirklich weit vorhalten muss. Weil die Fluggeschwindigkeit ist recht ordentlich, der Munition. So, auch da jetzt aktuell über 7100 Schaden. Die Badget hat den Weg da hoch schon etwas bereut, würde ich mal fast sagen. Ein sehr anstrengender und gefährlicher Weg. So, jetzt lebt nur noch die Arti. Aber man darf hier ganz klar anerkennend sagen, mehr als das Dreifache seiner HP, deutlich mehr als das Dreifache zu verteilen, ist ordentlich. Hätte vielleicht noch einen Kill mehr haben dürfen, weil der Krieger ist nicht mehr drin. Vielleicht schafft er ja noch zumindest den 5. Anschlusstreffer. Wäre ihm ja schon zu vergönnen, alleine schon. Aber erst wird hier entweder mit der Lorraine oder er selber. Ne, die Lorraine ist nochmal schneller als er. So, wer kriegt die Arti? Wer kriegt sie? Na, wo ist sie denn? Komm schon raus, du kleine Maus. Da ist sie. Macht die Arti vielleicht noch die Lorraine weg? Das wäre lustig. Lorraine hat hier sehr viel Angst. Arti hat aber geschossen, deswegen macht er jetzt ganz schnell und sichert sich den Kill. Macht er den 5. Kill, macht 7550 Schaden und das sind gerade mal 7 Minuten. Von mir alle Hochachtung, Crazy Herz, hast du gut gespielt. Schöner Panzer, ich muss ihn wohl doch mal wieder auspacken. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.